Sulamin, drückt ihr mal eine Katze in die Hand? Das ist eure. Wenn ihr das sagt. Also Sulamin. Eigentlich gehört die zu unserer Katzenbeauftragten, die gerade nackt übers Deck läuft. Sulamin setzt sich den schwarzen Kater auf die Schulter und sieht jetzt selber irgendwie wie eine aranische Hexe aus. Wisst ihr, was ironisch ist? Nee, nein, nein, Boltax, aranisch. Nein. Das ist mir schon bewusst, aber was ironisch ist, dass sich unsere Hexe mit unserer fetten Katze, die ich Postlerin genannt habe, so gut versteht. Bin nicht sicher, ob Saldor dies genauso lustig finde. Ach, der ist ein alter Miesepeter. Ich glaube, das ist Felix Helios, oder? Ja. Kann ja, den Namen immer nicht merken, aber die dicke Katze finde ich lustig. Und mir hat es schon fast zweimal gefressen. Oh, das war spannend. Ich schlage vor, wir ruhen uns alle noch ein wenig aus und ich denke, wir sollten uns von Kanal Zitjana noch einmal erklären lassen, wie seine Zaubermittel funktionieren. Ach ja, ich zeige euch, glaube ich, wie das funktioniert. Hier seht ihr diese Kanüle aus Glas? Ja. Ihr müsst vorne die Spitze abschrauben. Und dann hier drauf drücken und dann drückt ihr das Wasser raus und dann nicht jetzt, wenn ihr unter Wasser seid. Wenn ihr das Wasser rausdrückt, fangen die Stäbe an zu glühen. Oh. Das ist eine Fackel in der Flasche sozusagen. Ja, ist keine Fackel, es ist kaltes Licht, aber ist nicht ganz so stark wie ein Lagerfeuer, aber es wird helfen. Es leuchtet. Ja, und versucht sie nicht zu zerbrechen, sie sind sehr giftig. Gibt es dieses kalte Licht auch in anderen Farben? Nun, ich fürchte nicht. Oh, sehr schade. Man hätte sehr schöne Sachen damit machen können. Habt ihr gedacht, es vielleicht in euer neues Geschenk einzubauen? Ja, vielleicht. Oder ja, etwas anderes damit. Aber ja, jetzt ist es halt so. Wie gesagt, das Wasser nicht trinken und nicht zerbrechen am besten. Ja, ich werde es als letzte Geheimwaffe nutzen. Wenn es so giftig ist, ist das gar keine schlechte Idee. Naja, jetzt gehe ich erstmal ins Bett. Gute Nacht. Gute Nacht. Hol dich aus, Boltax. Wir haben noch einiges vor uns. Wir haben doch alles besprochen, oder? Muss noch irgendjemand irgendwas wissen? Braucht ihr noch irgendwas? Nein. Ich glaube, wir haben alles. Ich werde wird der Raum nochmal genannt, wo wir die Wasserpfeife aufbewahren, da wo der auch die ganzen Steine stehen. Der Wasserpfeifenraum. Ich glaube, Sulamin nennt den anders, aber nennen wir den Wasserpfeifenraum. Da werde ich mich jetzt eine Stunde drin aufhalten, falls ihr wollt. Ihr könnt den Schlauch gerne rumgeben. Das klingt natürlich sehr, sehr, sehr gut. Übrigens, ihr habt doch daran gedacht, genug von diesen Handzeug dafür, es unter Wasser atmet, für auch Mira zu besorgen, richtig? Ihr wollt Mira mitnehmen? Wir wollen unter Wasser kämpfen. Das ist ein Eisbär. Eisbär, nicht Wasserbär. Ja, Mira kann aber bestimmt eine halbe Stunde tauchen. Also kann sie auch unter Wasser kämpfen. Nun ja, man müsste es wahrscheinlich etwas stärker dosieren, aber ich denke schon. Wunderbar. Wir sollten vorher kann als Etiana fragen, ob die überhaupt für Menschen geeignet sind. Für Bären, meinst du? Ja. Ach, Götter. Aber ich kann das verstehen, sie ist so menschenartig. Manchmal vergesse ich es auch. Immerhin muss sie sich um die Götter keine Sorgen machen. Ey, mir fällt gerade ein, haben wir nicht nur das Feuerschleck, was wir in Alburum gekauft haben? Eine Zeit hätten wir ja jetzt. Das ist nicht dieses gestreckte Zeug. Das wissen wir nicht. Kanizitiana sollte es mittlerweile herausgefunden haben. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Vielleicht finden wir die Kraftlinie oder den Thron auch auf diese Weise. Und vielleicht, ich dachte eher, wir haben eine gute Zeit, bevor das Ganze hier den Bach runtergeht. Ja, ihr habt ja sehr positive Gedanken. Wir nehmen irgendwelches Alchemikum, um
einen Kampf unter Wasser auszutragen. Ich weiß nicht, wie viele positive Gedanken da man haben kann. Och, das wird doch ganz nett. Abelmir ist da, Jalan ist da, Zulamin ist da. Die anderen sind da, die anderen bringen wir um. Kann da nicht schön werden. Seht ihr? Immer ein anderer freut sich. Ihr hattet doch auch noch einen anderen Grund, Feuerschleck nehmen zu wollen, oder? Meint ihr mich, Zulamin? Nein, ich meinte insbesondere Jalan. Ich sagte, ich würde welchen besorgen und den guten Mann seine Beobachtungen machen lassen. Aber dies kann alles warten, bis wir Zeit haben. Und Ruhe, was das angeht. Ich sehe es nicht unbedingt so wie Rafim, dass nur, dass weil wir der Mannschaft solche Substanzen verboten haben, dass wir sie ebenfalls nicht nehmen dürfen. Aber ich finde, wir sollten zumindest den Grundgedanken dieses Verbots beherzigen. Wir wollen nicht, dass unsere Mannschaft Drogen nimmt, weil das uns alle gefährden würde. Und ich glaube, wenn jetzt die ganze Offiziersriege Feuerschleck nimmt, gefährden wir dann nicht auch irgendwie das Schiff und die Mannschaft? Wir werden auf jeden Fall auf längere Zeit handlungsunfähig sein. Nun, dann tut es nicht. Nichts daran ist so wichtig, dass wir nicht warten könnten, bis wir wieder an Land sind. Ja, ich würde mich auch freiwillig melden, es nicht zu nehmen. Ganz im Sinne Kurs. Sehr heroisch. Naja, Aufopferung ist uns praktisch in die Wiege gelegt. Oder ins Schwert. Oder in die Faust. Oder in die Armbrust. Ja, je nachdem, womit man halt kämpft. Ach, dann machen wir uns einfach noch einen schönen Abend. Und wenn wir die Kraftlinie auf andere Art und Weise finden können, dann warten wir, bis wir wieder in einem sicheren Hafen liegen. Kommt ihr? Ja. Diamantes, du hast doch vielleicht noch zufällig sowas Gutes aus der Heimat, weißt du, so eine Karinor. Leicht. Für dich sicher, Rafim. Wir müssen nur sparsam mit den Karinors sein. Ich hab die Kiste vor 2 Wochen angefangen und die ist schon halb leer. Ja, das waren noch Zeiten, als Karinor noch mitgesegelt ist. Da gab's hier so viele Zigarren. Diamantes, das glaubst du gar nicht. Aber da wurde jeden Tag eine rumgereicht, mindestens eine, wenn nicht auch mal eine zweite. Oh. Komm, ist den Jungen. Und dafür sorgt ja die Dukatengarde, dass die Mannschaft hier versorgt wird. Ja, ist auch wichtig. Jalan, wollt ihr euch uns anschließen? Ich lehne dankend ab. Aber mir können wir wenigstens unseren Kapitän begeistern. Nein, danke. Ich muss noch mein Bett reinigen von Katzenhaaren und Stroh. Und Boltax. Boltax ist schon gegangen. Ach, verdammt, Boltax ist ja schon weg. Ja. Ja, Matthias, dann werden das wohl heute Abend nur wir drei. Komm mit. Ich habe dir gesagt, eine Hängematte kann man nehmen, zusammenrollen und verstauen. Aber nein, du musst es auf dem Bett bestehen. Ja, und jetzt ist alles voller Katzen und Stroh. Nicht mehr will ich Zulamin und Wanf behandeln, ich in mein Bett. Ich habe das nicht so gemeint, wie es klang gerade. Mhm. Ich werde eurer Frau garantiert von nichts erzählen. Ich schweige wie ein Grab. Das will ich doch schwer hoffen. Sieh doch du zu, dass du dich ausruhst, ja? Ich schüttel jetzt mal mein Bett aus, die Katzen herausklopfen und den Stroh entfernen, die restlichen Strohhalme, wo die versteckt sind. Laut eine Weile. Und dann würde ich mich schlafen legen. Es klopft an der Tür von Jalan. Du schläfst immer noch bei Abelmir, oder? Abelmir ist geübt, ja. Okay. Abelmir, mach du mal auf. Ich häng hier oben rein. Verzeihung? Ja? Ihr könnt sehen, wie sich das Gesicht von Netja hineinschiebt. Ja? Achso, ich wollte eigentlich mit dem 1O sprechen. Ich wollte euch nicht wecken, verzeiht, dann hat bis morgen Zeit.
Ja, und schaut, schaut aus seiner Hängematte irgendwie oben raus. Die Tür kriegt der Bienenschluckwasser. Was denn? Sie ist gegangen. Geht ihr am besten nach. Sie ist unbewegt, die ist bestimmt. Wartet, helft mir mal hier raus. Ich liege hier. Ja. Schafft das nicht alle? Ah, Mann. Ich warte, bis du hier bist. Gut. Ja, geht nicht auch raus. Lass. Oh. Ja, dann eile ich durch den vermutlich doch finsteren Aufbau der Nitya. Ich glaube, ich habe nicht mal geschnallt, dass es Nitya ist. Die erstbesten Person, nach der ich sehe. Ja, du kannst sie dann noch im Flur erwischen und sie dreht sich dann um, bevor du sie oben drehst oder so etwas. Oh, ihr seid das, Proprozeptorin. Ja. Guten Abend, Destan. Gott sei Dank, ich wollte euch nicht weg. Ich hatte erst rumgefragt, wo ihr euch denn aufhaltet, weil ihr in eurer eigentlichen Kabine nicht mehr wart und jetzt umgezogen seid zum Kapitän oder so. Ich hatte hier noch nie eine eigene Kabine. Ich hatte angenommen, dass ihr eine hattet. Hier nebenan? Achso, das ist jetzt Sulamins. Okay. Ich wollte mich noch einmal bei euch bedanken. Das habe ich, glaube ich, nie getan. Und an dieser Stelle, hier. Die greift in einen Seesack, den sie dabei hat, und zieht einen Ring heraus. Oh, es tut mir leid, Prorezeptorin, aber ich bin bereits verheiratet. Ja, ich auch. Nein, das ist... ihr erinnert euch damals, als wir Ysilia verteidigt hatten? Ihr habt das Auge verloren. Ja, vor langer, langer Zeit. Ja. 20 war das. Aber ihr habt mir damals geholfen, auch wenn es nur flüchtig war. Aber ich hatte wohl... Mein Gedächtnis vergisst so schnell nichts. Und diesen Reif haben wir aus Ysilia gerettet. Gemeinsam mit euch in Sicherheit gebracht. Ihr hattet da noch geholfen. Ich glaube, zwar nicht bei der Verteidigung der schwarzen Borkenkäfer, die aus dem See aufstieg, aber wohl gegen die anderen wankenden Alrix. Nun glaubt mir, ich war noch nie so froh, auf der anderen Seite der Stadt gewesen zu sein. Ich wollte euch, wie gesagt, einfach nur noch einmal danken. Und nun, dies ist der Reif der Wellen, den wir damals in Sicherheit gebracht haben. Ich sprach noch einmal mit dem Präzeptor und den anderen Vorstehern aus Aspericum. Und ich habe zwar nicht die Erlaubnis, aber ich habe ihn doch wohl mitgenommen. Ich glaube, als Proprezeptorin ist es dann doch wohl mein Recht, dass ich die Asservatenkammer einsehen kann. Ich weiß nicht genau, wofür wir ihn benutzen können, aber ich glaube, dass er eventuell noch eine Rolle spielt in diesem Auftrag. Nun, solche Gefühle waren sicher öfter mal das akkurat. Nee, Herrin Sinne spricht auf verschworenen Wegen zu uns, nicht wahr? Tja, ich hatte mich gewundert, dass ihr mich gar nicht darauf angesprochen hattet. Ich hielt es für pietätlos, nach so langer Zeit solche Dinge noch heraufzubeschwören. Mehr als 10 Jahre sind vergangen, ei. Aber, wie ich hörte, habt ihr wohl auch unter Sanin viele Heldentaten vollbracht. Und ich vertraue euch. Vielen Dank für dieses Vertrauen. Wir werden es nicht enttäuschen. Sehr gut. Mich entschuldigt, ich werde einen langen Tag morgen. Ja, wie gesagt, ich wollte euch nicht stören, nur einmal den Dank aussprechen und euch den Reif der Wellen übergeben. Gut. Wohin mit euch? Mit euch. Ja, dann quält sich dann wieder an seiner Hängematte und sitzt oder kniet da, ja, hängt da im Grunde noch eine Weile, betrachtet sich diesen Reif. Ist vermutlich aber mir dann irgendwann entnervt, das Licht löscht. Du betrachtest dir den Reif, er könnte um deinen Arm passen, allerdings ist er viel zu schwer, viel zu dick. Und... Naja, silbrig schimmernd, aber es ist kein Silber. Es ist kein Zwergensilber, so ein bisschen blau... dumpfes Blau, was dir entgegenleuchtet. Kurios. Aber mir. Weißt du etwas über einen Reif der Wellen? Was? Ich drehe mich um und ich stehe aus dem Bett auf. Oh nein, steh nicht auf, du stehst schon. Legearbeiten aus Korallen, unbekannte Runen, Zeichen, so ein paar alchemistische Wassersymbole darauf. Wer hat euch das denn gegeben?
Nethian. Sie Warum? Brachte ihn von zu Hause mit. Warum? Gab sie ihn euch? Das Warum ist mal gerade nicht wichtig. Es sieht alt aus. Ist es? Wie nanntet ihr es? Den Reif der Wellen? Mhm. Er sieht auch zumindest so aus, nicht wahr? Seht ihr diese Einlegearbeit? Wisst ihr, wie er funktioniert? Aber hast du Grobschmied oder Metallurgie? Ich habe Grobschmied und Mythologie, glaube ich, nicht. Funktioniert? Mit einem Glück ist das dann, ne? Oder kannst auch Grobschmied, ja. Das ist schwierig, aber wenn du es ableiten willst. Das wird schwierig, ableiten. Also ableiten muss ich jetzt ein Plusprobe auf mal Grobschmied? Ja, würfel einfach mal deine Grobschmiedmethode, vielleicht hilft ja. Naja, keine Ahnung. Unbekannt, das ist kein Silber. Ich dachte, es wäre ein Tempelrelikt. Was benötigt die mit funktionieren? Nun ja, diese Artefakte haben einen Abraxas, einen Auslöser. Ihr haltet das für ein magisches Artefakt? In der Tat. Ein altes, mächtiges Artefakt. Vielleicht sollt ihr Nitya mal fragen, wie er funktioniert, was er wirkt. Bin mir nicht sicher. Ob ihr ihn benutzen wollt? Abelmir, du würdest den Wert, den reinen Materialwert auf grob 2000 Dukaten schätzen. Es ist sehr wertvoll. Allein der, nun ja, die Arbeiten, das Material. Ich vermute mal etwa 2000 Goldstücke. Nichts vergessen, wenn da wirklich ein Zauber drauf liegt und er alt ist, ist es wahrscheinlich unschätzbar. Also, warum hat ihr ihn euch geschenkt? Wir sind über zwei Hecken miteinander bekannt, von früher. Und da schenkt sie euch diesen Ring, diesen Reif? Sie schenkt ihn für hilfreich zu halten. Sie drückt eben so aus, dass ihre Glaubensbrüder und Schwestern wohl eine gewisse Missbilligung darüber verspüren könnten, wüssten sie, dass sie ihn mitgenommen hat. Nun, ich bin kein Experte für die Untersuchung solcher Artefakte, aber wenn ihr wollt, könnte ich mir ihn angucken. Es kann wohl nicht schaden, denke ich. Na gut. Ja, ich würde mir dann zum Schreibtisch gehen, mal zwei, drei Kerzen anzünden. Das könnte eine Weile dauern. Wollt ihr mir zwar Gesellschaft leisten? Ich werde jetzt garantiert nicht in der Decke rumstolpern. Die Nachtwache mag es nicht, wenn wir ihn auf die Finger schauen. Nun denn, dann wollen wir mal schauen. Ich würde zuerst einen Odem wirken. Lass mir dabei Zeit. Sind derweil die anderen alle im Bett und versuchen zu schlafen oder gibt es noch andere Dinge, die ihr tun wollt? Nö, ich schlafe. Iggy Gagamat. Wenn man schwer verletzt ist, wird Larven überbewertet, also raucht Diamantis mit den Anwesenden noch eine Wasserpfeife und teils seine Zigarren. Aber irgendwann nach ein, zwei Stunden würde er auch schlafen gehen, denn er hat's nötig. Rafim würde sich auch mit der Wanne Wasserpfeife beteiligen, aber tatsächlich noch länger als Diamantis wach bleiben und würde dann in der Kapelle beten. Ja, wenn du in der Kapelle bist, könntest du vielleicht sogar auf Zulamin treffen, oder? Ja, also wir sind ja zu dritt losgegangen, um noch ein bisschen einen schönen Abend zu haben. Das heißt, es wird erstmal die Wasserpfeife gestopft und das schön zelebriert und sitzen ein bisschen rum und plaudern. Und wenn Diamantis dann sich erholen möchte, dann... Ich glaube, Zulamin beobachtet noch ein bisschen das Pendel.
Also wenn Rafim betet, dann bleibt sie auch noch ein bisschen und beobachtet die Linien, die das Pendel in den Sand zieht. Hast du deutende Zeichen? Inzwischen ja. Inzwischen ja. Würfel gerne mal. Offenbar noch nicht gut genug. Hast du noch einen Schicksalspunkt? Nein. Der wurde umsonst ausgegeben für die Konsti-Probe. Ja, richtig. Du bist ja nicht genau ganz sicher, wie die Zeichen in den Sand gemalt worden sind. Also sie haben auf alle Fälle Ähnlichkeiten mit Runen. Die Katzen wurden mittlerweile entfernt, da dir das doch dann relativ wichtig ist, dass sie dann woanders sich erleichtern und nicht dann explizit hier in deinem Tempel. Es gibt Symbole und es gibt Zeichen, die dir irgendjemand schickt. Du weißt nicht genau, wer dafür ist. Also vielleicht das Schwanken des Schiffers und damit Effort, vielleicht Avis. Aber irgendjemand möchte da wohl mit dir reden. Du verstehst nur noch nicht genau, was er oder sie oder es dir sagen möchte. Ja, also Zulamin versucht sich in das Ganze reinzufühlen, in die Bewegungen des Schiffes und der Wellen. Und sie denkt auch über Kraftlinien nach, die sie sich so vorstellt wie die Strömungen im Meer. Aber ja, versteht sie die Sache. Du hast kurz das Gefühl, dass du einen Umriss erkennen kannst im Sand. Der Umriss eines großen Rochens, der dann aber wieder zerstört wird und der Sand, der sich da selber wieder die Zeichnung kaputt macht. Ein kleines Lächeln huscht über ihre Lippen. Zulamin ist geduldig und so erfreut sie sich erstmal einfach nur an der Schönheit der Zeichen im Sand.